The US Army's attack along the River Meuse would be the first time most of these so-called doughboys had witnessed real combat. Though this assault came as a surprise to the Central Powers, the German Army was an experienced elite force, ready for anything. Von diesen Amerikanern nichts zu befürchten. Sie sind dumme Jungen. Sie denken, in diesem Krieg kämpft Damson mit Schild, Schwert und Speer gegen David mit seiner Schleuder. Sie wissen nicht, dass Krieg heute ein Wettstreit der Schornsteine ist. Ein Kampf von Treibrad und Maschine. Gesplittertem Stahl und giftigem Gas in geschmolzenen Lungen. Als wir diesen Graben anlegten, gruben wir nicht nur Erde aus, sondern Beine, Arme, Schädel, Helme. All die Trümmer dieses mächtigen Ringens. Das ist die Realität, der wir uns heute stellen müssen. General von Gellwitz has ordered us to stand our ground at our first trench line at Shrapnel Corner. If the Americans are too great in numbers, we will fall back to this chateau and fight them there. Our third defensive line is back here by this railway hub. We have lost objective Butter. We are losing objective apples.
Es ist ein feindlicher Sanitäter! We have taken objective Butter. We have taken objective apples. Granate ist raus, hoch, hoch! Da! Feindlicher Sanitäter! Ich werfe eine Granate auf! Pass! Los, spring auf!
Da drüben, feindlicher Speer! Half of the enemy forces are gone. Feindpanzer da drüben! Return to the combat area.